Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Miesegrau, mitten aus seinem Lager. Heute ist sehr windig, es ist relativ frisch, was sehr angenehm ist für mich. Ich mag das Wetter ja. Hoffentlich stören die Windgeräusche nicht allzu sehr bei den Aufnahmen. Und der Üppi, der ist auch mit dabei. Tja, ich bin immer ziemlich schwer unterwegs, habe ich festgestellt. Ich habe heute gar nicht so viel mit. Mein Rucksack, Beil, Säge, Kamerazeug, ein bisschen was zum Kochen und bin da auf 12,5 Kilo mit dem Rucksack gelandet. Also für eine Übernachtung. Manche machen da eine ganze Übernachtung mit oder für 3 Tage mit Essen, allen drum und dran. Egal, ich hab's ja nicht. Um was geht's heute? Ihr wisst ja alle, dass ich so ein Fan von diesen Mini-Grills bin. Hobo habe ich auch einen kleinen, aber ich mag halt Mini-Grills, weil man da sich ein ordentliches Steak drauf braten kann. Da ist halt die Fläche oben ein bisschen größer. Tja, da ist mir jetzt was zugelaufen. Und zwar dieses schöne Teil. Das nennt sich Best Ragout. Gibt es im großen Fluss. Den Link kann ich unten reinmachen. Wiegt knapp 1,2 Kilo. Ist massiv Edelstahl, also auch nichts für Leichtgewicht-Fans. Und der hat mir halt sehr zugesagt. Ich habe ihn gestern ausgepackt. Er ist halt, wie gesagt, der fliegt dort irgendwo in Südostasien aus einer Maschine raus. Und es wird ausgestanzt. Es ist relativ gut verarbeitet, muss ich echt sagen. Allerdings war ein bisschen scharfkantig an den Kanten. Da habe ich mir gestern Abend noch eine Feile genommen, eine Schlüsselfeile, und habe das alles ein bisschen entgratet, dass ich mir nicht die Finger aufschneide. Das ist jetzt jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen, vom Preis für 33 Euro, glaube ich. Ich gucke nochmal nach oder ich verlinke euch das Ding unten. Ist es eigentlich nicht zu teuer. Dann macht man sich einmal die Arbeit und dann ist gut. Ja, okay, hier ist ein bisschen dunkel. Es ist bewölkt, wie gesagt. Es wird wahrscheinlich auch noch regnen heute. Ich gehe mal darüber auf mein altes Plätzchen. Da ist ein bisschen mehr Licht. Und da nehme ich euch jetzt mit. Tja, dieser Grill steckt halt in einer sehr gut verarbeiteten Tasche, würde ich sagen. Es ist auch genug Luft, dass man ihn gut draußen reinkriegt. Also bei der anderen Tasche, die ist ein wenig eng, bei dem anderen Grill. Und ja, festes Material mit Klettverschluss. Dann machen wir das Ding mal auf. Tja, und das ist schon alles. Da haben wir hier den Grillrost. Das ist halt einfach nur ein Drahtgeflecht. Warum auch nicht, das reicht ja. Dann haben wir hier so eine Art Topfkreuz noch. Die Vorderseite, die Hinterseite. Das ist dieser Brennrost, wo das Holz drauf liegt. Und dann sind hier die Seitenteile. Ja gut, das ist eigentlich recht sauber ausgestanzt. Passt auch gut ineinander, habe ich schon ausprobiert gestern. Und jetzt bauen wir das Ding mal zusammen. Ist ein kleines bisschen tricky. Aber wenn man es einmal raus hat, kein Problem. Und das ist hier oben noch die Fläche, womit man die Hitze konzentrieren kann. Das liegt also oben drauf, wo das Topfkreuz drüber kommt, dass man halt kleinere Sachen draufstellen kann, wie eine Tasse oder irgendwas, um sich Wasser heiß zu machen oder kleine Sachen zu kochen. Fand ich auch gut, dass das dabei ist. Wir bauen es mal auf. Ach so. Und die Basis von dem ganzen Ding ist dieses hier. Auch alles Edelstahl, wie gesagt. Hat stabile Standfüße. Und ich denke, damit ist das Feuer auch weit genug vom Boden weg, dass wenn man halt nackte Erde hat oder einen Baumstumpf oder einen Stein halt, dass es eben relativ sicher ist. Das war mir auch wichtig. Na, ich mag nichts, wo man Feuer direkt irgendwo auf dem Boden macht. Das muss nicht sein. Gut. Wer jetzt denkt, das kann man auf der Bodenplatte aufbauen, der schneidet sich ganz gewaltig. Das funktioniert so nicht. So, hier haben wir die zwei Seitenteile. Eins links, eins rechts.
Ich lasse es mal ein bisschen hier nach unten legen, damit ich auch besser rankomme. Tja, als erstes kommt dieses Heckteil, nenne ich es mal, hier hinten rein. Das lässt sich auch ganz gut zusammenstecken. Funktioniert also alles recht sauber. Ist ein bisschen locker und nicht zu fest. Jetzt haben wir erst einmal das so weit. Jetzt kommt als nächstes dieses Blech hinein, worauf das Holz dann brennt. Also hier ist ein Näschen, hier überall sind Näschen, die passen dann in die entsprechenden Schlitze. Ich mache das jetzt seitlich, ist nicht ganz optimal für mich. So, hier die Seite passt schon mal und hier auch. Jetzt sieht die ganze Geschichte halt schon so aus. Das Ganze hat eine Grundfläche von 20 zu 15 Zentimeter und die Höhe insgesamt ist wohl 22 cm. Also alles noch im Rahmen. Als nächstes müssen wir die Vorderwand einsetzen. Das ist diese hier. Und damit das nicht auseinanderfällt, muss ich das hier oben leicht greifen. Dann wird das hier unten eingesetzt. Und das wäre es auch soweit. Im Prinzip kann es jetzt schon losgehen. Wenn die Asche nach unten durchfallen kann, wäre das jetzt kein Problem. Aber wir haben ja noch diesen Untersatz, der auch mit Schlitzen versehen ist, wo hier unten diese Füße reinpassen. Ich hoffe, dass sich das auch noch machen lässt, wenn sich das vielleicht ein bisschen verzieht. So, mal gucken. Tja, gut, ich habe jetzt nachgeschaut, hatte ich mich gestern wo geirrt. Es soll gar nicht weiter rein, wie nur da unten so ein bisschen halten. Macht ja auch Sinn, damit wir hier unten noch einen gewissen Abstand haben. Also es sitzt halt locker in diesen Aufnahmen, in diesen Schlitzen drin. Kippelt natürlich jetzt ein bisschen hier drauf. Und ja, das war's dann. Gut. Jetzt haben wir weiterhin die Möglichkeit, diese Platte hier oben drauf zu legen. Um das Feuer halt, also die Hitze etwas zu konzentrieren. Das klappt auch recht gut, wie man sieht. Na? Also es schließt doch relativ dicht ab. Wenn man sich da vielleicht eine größere, also Platte macht oder eine, die oben zu ist und hier ein kleines Ofenrohr, könnte man das Ding sogar als Zeltofen nehmen. Gut, jetzt hast du meine Brille runtergeschmissen, das ist nicht lustig. So, weg. Jetzt haben wir hier Möglichkeit, diese Bleche noch einzusetzen. Entweder hier und hier für zum Beispiel eine Pfanne oder so oder einen Topf. Oder man bastelt sich daraus halt ein Topfkreuz, macht das halt so zusammen und dann kann man das hier in die Aussparung in diesen Laschen hier oben reinsetzen. So, und damit dürfte alles eigentlich relativ sicher oben stehen. Ja, nun kann man das Ding auch als Grill benutzen. Das heißt, so kommt das einfach wieder weg. Und wir machen hier oben die Grillauflage drauf. Die wird einfach hier oben aufgelegt, was auch nicht das Schlechteste ist. Ja, und da kann man da oben drauf halt schön grillen. So, das war die Kurzvorstellung. Jetzt wollen wir das Ding mal anheizen und mal sehen, ob wir damit was richtig anfangen können. So, der Grill steht schon mal auf meinem Baumstuppen. Und jetzt gucken wir mal, das Kreuz ist zwar ein bisschen wackelig, aber was nichts ausmacht. Tasse steht sicher. Wir haben einen großen Topf, bestimmt 1,5 Liter. Steht auch gut. Mein Lieblingskochpott, der kleine hier, ist auch okay. Was mir gefällt, ist halt, dass die Flammen hier konzentriert rauskommen sollen. Schauen wir mal. Gut, machen wir mal Feuer. Ich möchte ja erstmal einen Kaffee trinken.
Wie gesagt, es ist sehr windig, aber der Ofen ist ja auch ringsrum schön zu. Vermutlich gibt es auch einen guten Windschutz ab. Als Brennholz nehme ich halt erst einmal Birke und nachher habe ich noch Buche, liegt ja genug hier rum. Und damit ich ein bisschen Glut zum Grillen nachher kriege. Wir haben noch ein schönes Stück Fleisch mit. Oh, da passt ganz schön was rein. Also die langen Dinger hier, gut, die sind 15, das ist 20. Funktioniert gut und brennt auch schnell. Oh gut, ja. Der Grill zieht echt ordentlich, würde ich sagen. Also bin begeistert. Bis jetzt. Wenn ich ihn dann den Langzeittest nehme, schauen wir mal weiter, wie sich das auswirkt. Aber bis jetzt echt cool. Er kriegt ordentlich Luft. Schlagen die Flammen oben raus wie verrückt. Schön konzentriert. Direkt unter dem Topf. Ich kann es ja noch mal runternehmen. Das dauert anscheinend nicht sehr lange. So, das Wasser kocht sprudelnd. Hat keine 5 Minuten gedauert, nehme ich an. Und da gießen wir uns erstmal den Kaffee auf. Tja, wofür so eine kleine Titangrillzange alles gut ist, die habe ich beim Karl Jäger entdeckt, finde das Ding total cool. Ich wollte mir einen aus Holz bauen, aber für den Preis unschlagbar, also die werde ich weiter benutzen, finde ich gut. So, da wollen wir mal Glut erzeugen, wir wollen hier noch was grillen. So, wie man sieht, hat sich schon ordentlich Glut gebildet. Oben der Rost, der hat schon geglüht teilweise. In der hinteren linken Ecke haben sich ein paar Stäbchen verzogen, aber nicht allzu sehr. Das lässt sich, glaube ich, wieder richten. Und jetzt werde ich mir das Fleisch erstmal schneiden. Soll ich das wirklich schneiden? Nicht wirklich, ne? Wir werden das schön langsam durchgaren und dann ganz frugal essen, der Hund und ich. Schöne Grüße, Carlos. Mein Kaffee ist nicht so gut wie deiner, aber er ist trinkbar, das reicht mir. Ich kann das nicht so zelebrieren wie du. Ich nehme einfach diese Fertigmischung und dann ist gut. Das schaut gut aus, das ist fertig. Wir wollen es ja nicht totbraten, gestorben ist das Rind ja schon mal. Okay. Zum Schluss noch so ein paar Kienzapfen drauf. Ich rieche das so gerne. Ja, der ist für dich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich brauche da gar keinen Salz und Pfeffer. Ich habe das jetzt zwar mit, aber wenn das so über dem Lagerfeuer gebraten ist oder über dem Holz, da brauche ich eigentlich nichts weiter. Bisschen Toastbrot, das Stück Fleisch, fertig.
Ach übrigens, ich habe mir ein neues EDC-Messer zugelegt, was seit 1867 unverändert gebaut wird. Das ist das Mercator von der Firma Otter, früher Firma Kaufmann aus Solingen. Ich habe das genommen mit dem Carbonstahl, also ich muss es pflegen. Man sagt auch Kaiser Wilhelm Soldatenmesser dazu. Kam an, perfekt geschliffen, nichts klappert, nichts wackelt. Ich bin sehr zufrieden, es ist wirklich rasiermesserscharf. Bisschen abgezogen habe ich es natürlich noch und das werde ich jetzt auch demnächst in den Test nehmen. Ja, ist noch medium das Fleisch, schmeckt sehr, sehr lecker. Bisschen Toastbrot dazu, das reicht. So, ein kleines Fazit zum Schluss. Sachen aus China müssen nicht wirklich schlecht sein. Gut, es ist nicht alles so perfekt verarbeitet, manches klappert, manches wackelt. Im Großen und Ganzen gefällt mir der Grill sehr gut. Ich muss nur sehen, dass ich mit dem Grillrost was ändere, dass das aufhört, da oben rum zu geigeln. Dieser Grillrost hat sich nun doch ein bisschen verzogen. Lässt sich aber ohne Probleme wieder ausbeulen. Ist nur ein ganz kleines bisschen. Tja, die Dinger klappern auch ein bisschen, was aber der Funktion keinen Abbruch tut. Muss ja nicht alles so bombenfest sein. Was mir sehr gut gefällt, ist diese Platte, die das Feuer wirklich oder die Hitze sehr gut konzentriert und man ordentlich drauf kochen kann. Da kann man ruhig mal einen Topf mit 3-4 Liter draufstellen, denke ich. Da passt ordentlich Holz rein. Hier solche Holzscheite verschwinden da ohne Probleme, auch gerne dicker. Ist gar kein Thema. Da kann man schon mal ein größeres Kochvorhaben machen. Tja, gut. Bin zufrieden. So, ich futter jetzt noch in Ruhe, spiele noch ein bisschen mit dem Hund. Und das war's dann für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Miesegrau.